Saygıdeğer, saygıdeğer misafirler, değerli Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Sayın Burak Karartı, Sayın Arif Aslaner, Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Bayan Georgi Schule'an Meinbogen, Bayan Frankl Brandon Konrad Aynı Schule, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor. Eğitim fuarına hoş geldiniz diyorum. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Generalkonsul der Republik Türkei, sehr geehrter Arif Aslaner, Vorsitzender von Kubi-Verein, sehr geehrte Frau Georg Schule am Weinbogen, sehr geehrte Frau Frankl von der Heinschule, sehr geehrte Vertreter der Medien, liebe Eltern, Kinder und liebe Gäste. Ich grüße ganz herzlich zu unserer heutigen Bildungsmesse-Fechnei. Auch ihm, meine Vorstandskollege, ein herzlich Willkommen. Liebe Gäste, die türkische Kulturgemeinde Fechnei wurde gegründet mit dem Ziel der aktiven Integrationshilfe, speziell für Jugendliche und Hausfrauen. Seit unserer Gründung sind wir intensiv bemüht und stets aktiv, Jugendliche von der Straße in den Verein zu holen. Sie soll zu fördern, als auch zu fördern. Die Bildung von Religion und Kultur ist eine ebenso wichtige Baustein unserer Arbeit, wie die Vermittlung der Werte und durch Strukturen unserer Gesellschaft. Wir sind stets bemüht, nachfolgende Methoden zu agieren. Wer seine eigene Kultur nicht kennt, respektiert auch andere Kulturen nicht. Unsere Jugendarbeit gestalten wir aktuelle Gruppen verschiedener Alterklassen. Wir sind 6, 12 und 13, 25. Ein Beispiel unserer aktiven Jugendarbeit ist das Ende 2017 beendete Projekt Hessische Muslime für Demokratie und Vielfalt, welche der Radikalisierung und Perversion durch zivilgesellschaftliche Empowerment dient und gemeinsam mit dem Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführt wurde. Hauptinhaltlich der Projekt war es die theoretische und praktische Vereinbarkeit von Islam, Menschenrecht, Vielfalt und die Demokratie erfahrbar zu machen. Unser nächstes Projekt steht gemeinsam mit Arbeit mit dem Kubi e.V. ebenfalls in der Stadt Döschenlich. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, das war ein kurzer Einblick in unsere ehrenamtliche Arbeit. Unsere Tür steht offen für vertiefende Gespräche, Ideen, Anregungen oder auch für eine Tasse Tee. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.